Höre das Evangelium für den heutigen 15. Sonntag nach Trinitatis. Es ist gleichzeitig auch der Predigttext bei Matthäus im 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Liebe Gemeinde, meine persönliche Checkliste. Unter diesem Namen veröffentlicht die Bundesrepublik eine Liste, auf der steht, was man für einen eventuellen Katastrophenfall so alles im Haus haben sollte. Was man so alles an Vorrat im Haus haben sollte für den Fall aller Fälle. 10 Tage sollte man überbrücken können. Überbrücken eben aus diesen Vorräten. 20 Liter Wasser werden da pro Tag, nicht pro Tag, natürlich nicht pro Tag, 20 Liter Wasser werden da pro Person empfohlen, 1,5 Kilo Fleisch oder Fisch, 3,5 Kilo Brot oder Kartoffeln oder Nudeln oder so in dieser Art irgendetwas und so weiter und so weiter. Alles Dinge, die man sozusagen zu Hause haben müsste, um 10 Tage überbrücken zu können. Medikamente natürlich auch. Für den Katastrophenfall. So viel? Vor über 35 Jahren, da hatten wir auch Vorräte gesammelt. Da hatten wir nicht Lebensmittel als Vorräte gesammelt, auch nicht für den Katastrophenfall, sondern da haben wir alle möglichen Dinge gesammelt, die man in der DDR schlecht bekam. Damals. Schreibpapierblöcke zum Beispiel brauchten wir als Vorrat zu Hause. Davon sind heute noch welche da. Viel zu viel.
Jesus sagt uns in unserem heutigen Text etwas anderes. Sammelt keine Vorräte, macht euch nicht so viel Gedanken um morgen. Jesus sagt, sorget nicht. Sorget nicht, was ihr essen und trinken werdet. Sorget nicht um euer Leben. Sorget nicht, was ihr anziehen werdet. Kurz gesagt, sorgt euch um nichts. Aber geht das? Ja, geht denn das? Ist das nicht weltfremd? Wir brauchen doch etwas zu essen. Wir brauchen Kleidung, wir brauchen eine warme Stube. Jeder Mensch muss doch versorgt sein. Wie kann Jesus uns denn mit den Vögeln vergleichen? Meint er etwa, dass die Würste an den Bäumen hängen, so wie im Schlaraffenland? Und spätestens dann, wenn wirklich irgendein Katastrophenfall eintritt, dann hat das Schlaraffenland auf jeden Fall geschlossen. Nein, so weltfremd denkt Jesus nicht. Jesus kennt das Leben und er weiß, was wir alles brauchen und er weiß, dass uns nicht die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern dass wir für unser Leben arbeiten müssen, oft auch hart arbeiten müssen. Und gegen die Arbeit für unser Leben sagt Jesus auch nichts. Er weiß, wie es in den Geboten steht, 6 Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Aber eben zuvor, vor dem Sabbat des Herrn, gibt es eben noch 6 Tage zu arbeiten. Dagegen sagt Jesus nichts. Jesus sagt auch nicht, arbeitet nicht, sondern er sagt, sorget nicht. Arbeiten ja, sorgen nein. Aber wo ist da der Unterschied? Es ist ein Grundgefühl eines jeden Menschen, nicht nur an heute zu denken, sondern auch schon an morgen und übermorgen. Wir planen, was wir tun werden und wie es weitergehen soll, wie es in unserer Meinung nach weitergehen könnte und so weiter und so weiter. Und das allein ist ja auch noch nichts Schlechtes. Ja, es ist meist sogar notwendig, dass wir das tun. Und sicher ist auch der Vorrat für den Katastrophenfall sinnvoll. So viele Schreibblöcke auf gar keinen Fall. Aber der Vorrat für den Katastrophenfall? In diesem Vorausplanen, in dieser Vorausschau der kommenden Tage oder der kommenden Zeit, wenn wir planen, kommen wir auch immer wieder an den Punkt, an dem uns ein banges Gefühl beschleicht. Nämlich in der Vorausplanung ist bei uns immer ein bisschen auch der Gedanke dabei, wird denn die Planung, die wir machen, auch wirklich gut sein? Habe ich an alles gedacht? Was könnte denn schiefgehen? Was könnte noch über mich hereinbrechen, woran ich noch gar nicht gedacht habe? Etwas Unvorhergesehenes. Woran müsste ich denn eigentlich noch denken? Und dagegen wollen wir uns schützen. Wir wollen uns für die ungewisse Zukunft absichern. Und wenn wir nun doch für den Katastrophenfall doch vielleicht für 11 Tage Vorräte bräuchten oder für 12 oder für 1 oder 2 Monate. Wir wollen eine Sicherheit haben, eine Sicherheit für alle Fälle, eine Rücklage, damit uns nichts passieren kann. Und wenn wir uns dann diese Sicherheit geschaffen haben, dann sorgen wir weiter. Ja, wie könnten wir und müssten wir vielleicht noch mehr Sicherheit schaffen? Haben wir uns gegen den Fall der Fälle vielleicht auch noch nicht abgesichert? Und woran muss ich noch denken? Und dagegen wendet sich Jesus. Dagegen wendet sich sein Wort, wenn er sagt, sorget nicht. Wenn er auf die Vögel unter dem Himmel und auf die Lilien auf dem Feld hinweist. Jesus wendet sich gegen diese Art der Zukunftsbewältigung. Weil sie gottlos ist. Und die Sorge wird erst zur Sorge durch die Vertrauenslosigkeit. Erst durch die Vertrauenslosigkeit wird die Sorge zur Sorge. Die Vertrauenslosigkeit ist der Grundstein zur Sorge, zu einem Sicherheitsbedürfnis, das in der Vorsorge die einzige Rettung sieht.
Vertrauen. Vertrauen lässt die Vorsorge dann nicht zur Sorge werden. So wie ein Kind. Dass die Eltern für das Kind sorgen, darüber macht sich das Kind gar keine Gedanken. Dass die Eltern für das Kind sorgen, es ist irgendwie selbstverständlich. Aber erst der, der dann im Leben einmal selber in der ersten Reihe steht, dem weht dann der raue Wind der Welt ungeschützt um die Nase. Aber mit Gott muss uns nie der raue Wind der Welt ungeschützt um die Nase wehen. Gottes Fürsorge für uns bildet immer eine Atmosphäre der Geborgenheit für uns. Gottes Schutz hat immer die rechte Fürsorge für uns. Nur mangelndes Gottvertrauen lässt unsere Vorsorge in ein ausuferndes Sorgen entgleisen. Gott ist es, der unsere Zukunft in der Hand hat. Gott ist es, der die Fürsorge für unser Leben trägt. Gott ist es, der uns den Weg in die Zukunft ebnet. Wohl sollten wir uns auch Gedanken um unsere Zukunft machen, für unsere Zukunft arbeiten. Aber bei alledem sollten wir wissen, dass die Hauptsorge Gott trägt. Er hat letztlich alles in der Hand. Und wenn wir nun meinen, wir müssten uns sorgen um alles, wenn wir meinen, wir müssten alles mit Sicherheit in unserem Leben umgeben, wir müssten uns mehr Sicherheit verschaffen und für alles sorgen, das hieße, dass wir meinen, wir müssten das tun, was Gott tut. Dass wir meinen, wir müssten das tun, was eigentlich Gottes Aufgabe ist, dann hieße das, dass wir Gottes Stelle einzunehmen meinten. Dass wir unser Tun mit dem Tun Gottes verwechseln würden. Und weil wir das nicht dürfen, deshalb sagt Jesus, sorget nicht. Weil wir sonst Gottes Tun, Gottes Werk missachten. Weil wir sonst Gott ja nicht vertrauen, weil es Sünde ist, wenn wir uns selbst mit Gott verwechseln. Sorget nicht. Und das ist nicht zuerst ein Verbot, sondern es ist eine Befreiung. Wir müssen nicht sorgen. Wir können die Last ruhig auf Gottes Schultern ruhen lassen. Dort ist die Zukunft am besten aufgehoben. Das ist kein Freibrief, dass wir nachlässig und verantwortungslos werden können. Aber weil die Last der Zukunft auf Gottes Schultern liegt, kann diese Last uns nicht mehr zu Boden drücken. Gottes Zukunft. Wenn Gott die Last der Sorge trägt, dann wird alles ein gutes Ende nehmen. Wer Gott sorgen lässt, dem kann nichts Schlimmes passieren. Der ist gerettet, auch wenn er gleich stürbe. Wenn wir die Zukunft unserer Welt ganz in Gottes Hand wissen, bringt sie für uns Segen, was auch kommen mag. Und das ist eine Befreiung. Damit wir frei werden für das wahre Leben, für den wahren Glauben. Damit wir frei werden für das, was uns wirklich sorglos leben lässt. Und so heißt es in unserem Text weiter. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Indem wir uns von Gott geborgen wissen, indem wir all unser Vorsorgen in seine Hand legen und uns bei ihm allein sicher wissen, so wird Gott uns geben, was wir selbst durch unser Sorgen nie erreicht hätten. Gott will uns geben, was uns aus eigener Kraft zu erreichen völlig unmöglich ist.
Darum sorget nicht, sondern lasst Gott sorgen. Richtet eure Gedanken darauf, dass alles, was ihr tut, und sei es die Vorsorge, dass alles ein Tun im Vertrauen auf Gottes Führung ist. Dass alles ein Tun im Vertrauen auf Gottes Führung ist. Dass ihr in allem Tun und Denken Gott mit euch tragt. Dass ihr Gott mit euch tragt in eurem Planen und Überlegen, in allem Einrichten und Vorausschauen, in allem Erwägen und Nachsinnen. Er soll unser Ziel sein und ihn sollen wir nicht aus den Augen lassen. So werden wir seinen Segen erfahren. In Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.